Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Arezo. Ich bin Arezo und wir treffen uns mit Wolverine. Oh. Okay, erst einmal wurden wir in unser Zimmer teleportiert. Dann können wir noch mit mir Mom abhängen. Hi, Charlie. Brava und... Braves Mädchen, Charlie. Sag ich ja. Da muss mir Hunter nachplappern. So, Wolverine, wo ist er? Vielleicht mag der Spirit of Vengeance die Gesellschaft von Außenseitern. Ich habe ein Angebot für ein vierstöckiges Gebäude. Aber Westside, vielleicht ein neues Sanktum? Tony, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Das Sanktum war nicht nur mein Zuhause. Es war ein Teil von mir. Ja, und der versucht hier zu öffnen, das er zu finden. Könnte dich aufheitern. Hey, ich habe von diesem verrückten Video im Internet gehört. Ein Affe reitet auf einer Katze, als wäre sie ein Pferd. Willst du es mal sehen? Nein. Ich glaube, es würde dir gefallen. Vielleicht wurden sie verzaubert. Ich sagte nein, Tony. Ist dir nicht klar, was ich durchmache? Meine ganze Welt ist buchstäblich in die Luft geflogen. Ich will dich nur aufmuntern, das ist alles. Hey, willst du mich verfluchen? Nein, nein, war nur ein Scherz. Bitte verfluch mich nicht. Tony gibt echt sein Bestes. Bist du auch hier, um mich anzuschreien? Nee, ich... Die Älteste wäre beeindruckt von deiner Hartnäckigkeit, Hunter. Hartnäckigkeit? Ich stand nebenbei und hab rumgelauscht. Wolverine, wo bist du? In seinem... neuen Zuhause, wie es aussieht. Moment, hier haben wir eine weiße Kiste, die können wir öffnen. Tödlich Palette legendär für Venom und belebt Kampfbonus. Hier sehe ich gar kein Wolverine-Symbol. Nicht wirklich zu sehen hier. Weißt du, es ist irgendwie unhöflich, hier herumzulaufen und mir nicht einmal Hallo zu sagen. Ich sagte doch gerade Hallo. Ich dachte, du schläfst. Ich schlafe nicht viel. Das hält mich aber nicht davon ab, ein bequemes Bett auszukosten, wenn ich eins finde. Nach dem Kampf beim Quentin Carnival können wir wohl alle eine ausgedehnte Ruhepause vertragen. Ich kann's mir nicht zu bequem machen. Nicht solange Sabertooth noch frei herumläuft. Du bist also auf der Jagd nach ihm? Was könntest du so sagen? Wir haben eine Vergangenheit. Keine hübsche. Obwohl er sich definitiv geändert hat. Seine fiese Seite ist inzwischen... fieser. Ja, das liegt an Lilith. Mir fällt auf, dass Hunter offenbar sehr klein ist. Wenn Wolverine schon größer ist. Gut, Lilith macht keinen jeden verderben. Du wirkst, als kämpfst mit ihm klar. Diese Schlacht wird uns alle verändern. Liliths böse Kraft ist verführerisch. Sie kann mühelos jeden und jede verderben. Ja, Creed war schon immer ein mordlustiges Monster. Aber jetzt klettert er wirklich auf ganz neue Höhen. Sieht nicht aus, als planst du lange zu bleiben. Manch einer findet unsere Abtei etwas zermürbend. Das hier ist gar nichts. Du wärst überrascht, wo ich schon meine Stiefel abgestellt habe. Gut, wovor läufst du weg? An diesem Ort gibt es Geister. Jetzt musst du es teilen. Ja, jetzt muss er reden. Wenn das stimmt, musst du mir unbedingt ein paar Geschichten erzählen. Schauen wir mal. Ich war schon auf dem ganzen Planeten. Und auch noch ein paar anderen. Anderen Planeten? Ja. Wir sind nicht allein im Universum, weißt du? Da wären die Kree, die Skrulls, dann ist da die Brut. Den meisten Außerirdischen gehst du besser aus dem Weg, aber es gibt auch ein paar Gute da draußen. Aber eins sage ich dir, nach einer Weile ist das Einzige, was dir wichtig ist, ein schönes, weiches Bett. Ich sehe, wie du mich ansiehst. Wer ist dieser mysteriöse Typ, der da ganz plötzlich bei mir rumhängt? Vielleicht. Ich sag dir was, ich mach gerade eine kleine Pause von all den Leuten, die mich umbringen wollen. Also, lass uns ein wenig plaudern. Klar, wir gehen mal wieder alles der Reihenfolge durch, oder? Obwohl, nee, reden wir erstmal über Victor. Wie lange kennst du diesen Sabertooth schon?
Ihr zwei scheint eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Sein richtiger Name ist Victor Creed. Zwischen uns herrscht schon seit langem böses Blut. Ob du es glaubst oder nicht, wir waren mal Teamkameraden und Freunde. Irgendwie. Man sagt, Vertrautheit erzeugt Verachtung. Sagt man das? Manchmal trifft man den Nagel auf den Kopf. Ich habe nicht lange gebraucht, um zu merken, dass er nicht ganz bei Sinnen ist. Creed und ich haben beschlossen, verschiedene Wege zu gehen. Und trotzdem enden wir irgendwie immer wieder am gleichen verdammten Ort. Gut. Erst einmal, die Haare hier wirken sehr seltsam. Es kann einfach daran liegen, dass ich die Grafikeinstellung ein bisschen runterschalten musste, weil das Spiel abgestürzt ist am Anfang. Dann hatten wir hier eben auch wieder das Problem, dass die Arme ineinander geklippt sind. Aber man kann tatsächlich die Venen hier in den Armen sehen, das finde ich interessant. Was genau weißt du über diesen Johnny Blaze? Er ist ein hirnverbrannter Vollidiot. War mal als Spirit of Vengeance bekannt, bis seine Attitüde sogar für diesen Job zu krass wurde. Scheint, als ob er sich inzwischen ganz dem Schaustellerleben verschrieben hat. Müssen die Krapfen und frittierten Schokoriegel sein. Denkst du, ein solcher Mann ist der Herausforderung gewachsen, die vor ihm liegt? Die Bewachung des Pergaments der Macht nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Wir standen gemeinsam schon einigen widerlichen Kollegen gegenüber. Er mag keinen brennenden Schädel mehr haben, aber wenn's drauf ankommt, hat er Mut. Ja, keinen brennenden Schädel. Was ist... Bedeutet das, dass er den Holy Spirit nicht mehr komplett unter Kontrolle hat? Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Also wenn er die volle Kraft damit nicht mehr hätte. Woher bist du gekommen? Kanada. Du scheinst zwar ein Nomadenleben zu führen, aber sicherlich hast du doch ein Zuhause. Ich schätze, Xavias Schule kommt für mich einem echten Zuhause näher als alles andere in meinem Leben. Wessen Schule? Professor Charles Xavier. Er leitet dieses Nobel-Institut außerhalb von New York. Eine Privatschule. Viel Platz und jede Menge interessante Leute. Ist eure Abtei hier ganz ähnlich? Nur, dass Charles ein Baseballfeld hat. Baseball? Ja, yeah. Falls du Interesse hast, erkläre ich gern irgendwann alle Regeln. Ja, nicht nur, dass er ein Baseballfeld hat, sondern zum Beispiel auch einen Hangar für ein Flugzeug. Ich meine, wir haben dafür... Okay, wir haben eine Leihgabe aus der X-Men-Fabrik mit Magic. Tja, irgendwie sind wir halt ein bisschen unterlegen, was die Mobilität angeht, ne? Du scheinst alle und jeden zu kennen. Ich nehme an, du kennst auch die Midnight Suns? Ich kenne ein paar der Kids. Mir war nicht klar, dass sie sich einen Bandnamen ausgedacht haben. Wen kennst du? Magic zum Beispiel. Sie ist die kleine Schwester eines Kumpels, Pyotr Rasputin. Ich nenne ihn Kolossus. Interessant. Du und sie, ihr seid euch ähnlich. Vielleicht, weil wir aus ähnlichen Verhältnissen kommen. Ich bin in Kanada aufgewachsen, umgeben von Wölfen. Sie ist im Limbo groß geworden, umgeben von Dämonen. Welcher Ort ist schlimmer? Kanada oder der Limbo? Oh, Limbo. Da gibt es kein Eishockey. Ich hab dir genug Zeit geraubt. Ich sollte gehen. Es war mir ein Vergnügen. Wenn du noch Fragen hast, weißt du, wo du mich findest. Ja, wäre die Frage... Ich bin in der Bibliothek. Du musst mich hier ASAP treffen. Okay, okay. Ja, wäre die Wahl gewesen, Limbo oder USA, dann wäre es schwieriger gewesen, nehme ich an. Aber war es nicht. Ich habe schon viel übernatürlichen Kram auf Jahrwerken gesehen, aber das heute war der Gipfel. Die gucken immer von zu Hause hier zu über den Bildschirm. Hi, Nico. Ich kann dich dort stehen hören, Hunter. Ja, ich bin gekommen, weil du mich gerufen hast. Was liest du da, Nico? Eine limitierte Ausgabe des Buches von Thoth. Das Buch Thoth? Wo hast du ein derart seltenes Buch gefunden? Bibliothek? Hab ich nicht. Jemand hat es liegen lassen. Schon seltsam, wo ich doch nach einem Buch über Chaosmagie gesucht habe, damit ich Wanders Grimoire etwas besser verstehen könnte. Ich hatte nicht erwartet, irgendetwas zu finden, da Caretaker wahrscheinlich jeden einzelnen Text zu dem Thema versteckt oder verbrannt hat. Aber puff,
Dann lag da das und wartete auf mich. Tja. Ja. It was Agatha all along. Ziemlicher Zufall, vielleicht spukt es in der Bibliothek. Chaosmagie ist aus gutem Grund verboten. Oder mir gefällt deine Leidenschaft für das Wissen. Ja, wir reden mal nicht über und den Geist hier. Film, Musik, Literatur. Dein Streben nach Kultur und Wissen ist lobenswert. Nicht einmal Caretaker hat diese Bibliothek so viel genutzt wie du. Naja, sie hat nicht gerade ein gesundes Verhältnis zum Wissen. Es ist für sie die Quelle allen Übels. Wie die Schlange im Garten. Stimmt, wenn sie nur wüsste, dass Bücher nicht beißen. Kommt aus Buran? Zumindest nicht alle von ihnen. Danke. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das sumerische Buch der Toten dir was abbeißt, solltest du ihm Eselsohren geben. Irgendetwas Hilfreiches gefunden? Habe ich. Historischen Aufzeichnungen zufolge soll einst ein Pharao einem dunklen Wahnsinn anheimgefallen sein, nachdem er eine Seite aus einem alten Buch gelesen hatte. Den Schriften des Cthon. Warte, das ist ein anderer Name für das... Darkhold, ich weiß. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn das der erste jemals verzeichnete Fall von Verderbnis wäre. Gut, wurde er geheilt, alles ist möglich, ist sicher nur ein Mythos. Ja, wir fragen direkt mal nach der Heilung. Wurde die Verderbnis dieses Pharaos je geheilt? Moment, zu diesem Teil der Geschichte komme ich noch. Das klingt nach ja. Also die Legende besagt, dass nichts den Pharao heilen konnte, bis dieser reisende Lichtwirker des Weges kam, dem Pharao die Hand auflegte und eine Beschwörungsformel sprach. Der Pharao kam wieder zu Sinnen und wurde wieder ganz der alte, klassisch ägyptische Despot. Der Lichtwirker war ein Held, das klingt hoffnungsvoll, nichts ist hier so einfach. Klingt, als hätten alle Beteiligten ihr bestmögliches Ende gefunden. Nun, nicht alle. Naja, als der Lichtwirker die Beschwörungsformel sprach, absorbierte er sämtliche Verderbnis des Pharaos mit seinem Körper und, starb. Okay, das ist ein Problem. Er hat nicht überlebt? Nein. Aber die Zeilen der Beschwörungsformel sind in diesem ganzen Buch verstreut. Ich werde Magic bitten, mir bei der Transkription zu helfen, um zu sehen, ob wir Wanda damit heilen können. Lass mich das klarstellen. Du planst, mit Magic eine 100.000 Jahre alte Beschwörungsformel zusammenzufügen, die nur einmal funktioniert und ihren Wirker sodann getötet hat? Ja. Das wird in einer Katastrophe enden. Klingt nach viel Spekulation. Ohne Risiko keine Belohnung. Na, wir sind mal vorsichtig. Es ist unwahrscheinlich, dass der historische Bericht dieser Beschwörung korrekt ist. Nun, irgendetwas muss ich probieren. Das mochte sie nicht. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand sonst irgendwelche klugen Ideen hat. So, und jetzt suche ich Magic und sehe, dass wir mit dieser Transkription vorankommen. Ich gebe dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich wollte doch nur zur Vorsicht raten. Wort darüber zu niemandem. Ja, okay, zu keiner lebenden Seele. Nie ein langweiliger Moment. Okay, sie will nicht darüber reden. Hey, Charlie. Schön, dass Nico das Buch nützlich fand, das ich ihr herausgelegt habe. Ja. Ich habe eine Weile danach gesucht. Was steht hier eigentlich? Auszug aus das Tagebuch. Oberflächlich hat Lilith einen schönen Garten geschaffen, der jeden aufstrebenden Kräuterkundler neidisch machen würde. Doch hier gibt es noch etwas, eine Kammer unter dem Gewächshaus, der perfekte Ort, um eine Seite des Darkhold zu verstecken. Wäre der Eingang nur eine gewöhnliche Tür gewesen, hätte ich sie mir kein zweites Mal angesehen. Aber hier wurde von jemandem, der mächtiger ist als ich, ein magisches Siegel angebracht. Der einzige Weg, den ich sehe, es zu öffnen, ist die Macht des Mondsiegels zu kanalisieren. Vielleicht sollte ich das erst mit Agatha besprechen. Okay. Unterm Gewächshaus. Wahrscheinlich sollten wir da mal vorbeischauen. Haben wir direkt auf der Karte hier irgendwo ein Gewächshaus? Sieht nicht so aus. So, mit wem wollen wir abhängen? Magic, tut mir leid. Das war mein erster Jahrmarkt-Hunter. Das Blutbad. Das gehört nicht dazu? Nick. Toni, los, wir hängen ab.
Oh, erstmal können wir mit ihm reden. Das Pergament der Macht bleibt am besten ein Geheimnis. Sie werfen mir vor, Geheimnisse zu haben. Hast du? Als ob das momentan unser größtes Problem ist. Ich weiß nicht, vielleicht war der grüne Himmel über New York Ihnen nicht deutlich genug. Ich denke, es ist Ihnen aufgefallen. Das war nicht der Plan. Wir hätten in New York gewinnen sollen. Wir hätten das Sanktum retten sollen. Oder den Avengers Tower. Oder Banner. Nenn mich verrückt, aber hätte es wirklich einen Unterschied gemacht, alle zu versammeln und ihnen alles über Blaze und das Pergament zu erzählen? Geheimnisse sind Macht, du hast sie nur beschützt, du hättest es ihnen sagen sollen. Ja, das wird ihm nicht gefallen, aber ja, ich denke, Geheimnisse in diesem Falle helfen nicht so sonderlich. Du solltest alles mit dem Team teilen. Nur so baut man Vertrauen auf. Vielleicht gebe ich ungern alles preis. Wahrscheinlich irgendwelche latenten Komplexe wegen des Todes meiner Eltern und... Halt, ich sollte noch was für meine Therapeutin aufheben. Die Lage gerät außer Kontrolle. Und im Moment muss ich einfach herausfinden, was wir wegen dieser Prophezeiung tun sollen. Glaubst du, du stoppst die Prophezeiung des Darkhold, indem du hier drin arbeitest? Ich bin quasi dafür bekannt, das Unmögliche möglich zu machen. Gib mir ein paar Stunden und ein solides Mittagessen. Vielleicht ein Ciabatta-Sandwich und ich repariere alles. Vertrau mir. Gut, das ist kein Problem, das ist einfach verschwendet. Du brauchst ein größeres Lunchpaket oder ich vertraue dir, wenn ich das Ergebnis sehe. Nein, das ist mir ein bisschen zu aggressiv. Wenn du die Prophezeiung mal eben in der Mittagspause stoppen willst, brauchst du eine längere Mittagspause. Tja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Am allerwenigsten Kohlenhydrate. Ich explodiere dann förmlich und... Explodieren? Huh. Bitte entschuldige mich, ich muss kurz ein paar Ideen notieren. Schreibst du deine eigenen Prophezeiungen? Husch, weg da. Genie bei der Arbeit. Ich brauche ein Schild. Soll ich Cap holen? Und weg ist er. Ich nehme an, er ist fertig. Er macht gerade Pause, ne? Dann können wir jetzt mit ihm reden. Ich hätte heute gerne geholfen, Hunter. Du bist echt unglaublich wertvoll für uns, Hunter. Hat sie eben hat oder hätte gesagt? Hätte wäre seltsam, weil sie hat geholfen. Film schauen, lesen am Feuer, etwas trinken. Etwas trinken ist doof. Lesen am Feuer glaube ich nicht. Wir gucken den Film. Wie geht es dir mit deinem Spark? Irgendein Feedback? Akzeptable Antworten sind geniales Design, Werk eines Genies, alles, was das Wort Genie beinhaltet. Ich benutze es ständig. Ich habe eine lange Liste von Vorschlägen, oder ist es ein normales Werkzeug? Gut, dass du fragst. Es gibt so viel Raum für Verbesserungen. So habe ich das nicht... Nimm Superlink. Warum sollten wir uns auf eine so begrenzte Anzahl von Helden beschränken, wenn es doch darum geht, alle Helden zu verbinden? Ah, da gibt es die Frage der geheimen Identität, an der wir... Oder das Gehäuse. Ja, in einem Kampf merke ich kaum, dass er da ist. Aber ein heftiger Treffer und er wäre hin. Das Gehäuse ist in der Alpha und... Von der Lautstärkeregelung will ich gar nicht anfangen. Die Funksprüche sind so laut, man könnte sie auch direkt an Hydra schicken. Ich sage dir was, schick dein gesamtes Feedback an @happygolucky. Wer ist das? Der Typ, der mein Design ohne angemessene Produkttests auf den Markt gebracht hat. Wird er auf meine Probleme eingehen? Nur zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Immerhin. Gut, Oh, Danny Boy, das ist was für Cap. Sportwagen-Interior könnte hinhauen, aber da haben wir noch was, jemand besseren. Düsentreibstoff. Ja, das ist auch eher für Ghost Rider. Na, irgendwo werden wir doch was für ihn haben. Stoischer Begleiter für jene, die im Angesicht der endlosen Herausforderung des Lebens Ruhe bewahren wollen. Ratgeber basierend auf den Schriften der bekanntesten Stoiker der Geschichte, unter anderem Epiktet, Marcus Aurelius und Black Bolt. Nee, auch nicht unbedingt. Oh! Lektion in Führung von Lieutenant Colonel James Rhodes.
Für jene, die ihn kennen, ist James War Machine Rhodes mehr als nur ein Soldat. Er ist der geborene Anführer, ein guter Freund und bedachter Partner. Hören Sie nun seine Geschichte in seinen eigenen Worten. Vorwort von Falcon. Geschenk geliebt. Danke. Noch eins, dann ist mein Set komplett. Gut. Gelassene Brillanz, Abteiloutfit für ihn. Sportlicher Badeanzug für uns. Und ein bisschen Tapferkeit für uns. Dann natürlich nachgucken. Wir haben... Was haben wir bekommen? Wir haben einen Badeanzug bekommen. Sportlich. Okay. Und Tony, da bist du. Und wir haben hier gelassene Brillanz. Ja, sieht okay aus. Und Meisterwaffenschmied. Sollten wir ihm mal Dinge kaufen? Ich weiß nicht. Wir haben nicht so viel los rumliegen, dass wir das verschwenden müssen. Wir sollten aber uns mal die Leute hier noch angucken. Wir haben bei Venom, glaube ich, noch gar nicht... Doch. Venom hat das Anti-Venom-Kostüm noch. Wir haben aber bei Wolverine definitiv noch nicht nachgeguckt. Kampfoutfit. Wir haben Standard. Wir haben Cowboy Logan. Im Prinzip wie Old Man Logan, bloß jünger. Und X-Force. Okay, und... Ja, die verschiedenen Paletten müssen wir uns jetzt nicht angucken, ne? Gut. Ist in Ordnung. Nichts Wichtiges davon jetzt. Und ich guck gerade noch mal. Wir haben keine Kisten. Die seltenen Kisten ignoriere ich einfach, weil wir so wenig daraus momentan ziehen können. Ein neuer Tag beginnt. Sehr viel Zeugs. Superlink. Okay, wir haben erst einmal von WHIH. Eilmeldung. Mysteriöse grüne Lichtsäule in Alabama sorgen bei Tausenden für Netzhautschäden. Padraig E. Kors vom Northwind Observatory. Rein optisch dem Nordlicht ähnlich, zeigt ein Blick durch unser Gammaskop ein gänzlich anderes Phänomen. Blade, klingt nach Liliths Werk. Wobby? Alter, hier steht, die Leute waren stundenlang gelähmt. Nicht einmal blinzeln konnten sie. Wie ist sowas möglich? Steven? Wenn ich richtig liege, sind diese grünen Säulen eine natürliche Reaktion auf die örtliche Verschiebung der mystischen Kräfte. Die Gelähmten waren dafür empfänglicher als andere. Nico? Wie die Motten zum Licht. Hast du das ans Northwind Observatory weitergegeben? Mir wurde jeder weitere Kontakt untersagt. Manchmal lohnt es sich einfach, die Klappe zu halten. Die wollten tatsächlich meine Hilfe nicht, den Himmel nach Anzeichen oder Druck. Die wollten tatsächlich meine Hilfe nicht, den Himmel nach Anzeichen der dunklen Dimension abzusuchen, weil das angeblich unseriös sei. Der Meister der Magie unseriös? Sicher nicht. Das ist immer ein bisschen seltsam, ne? Ich meine, in dieser Welt ist Magie eigentlich relativ bekannt. Tony Stark. Dieser Post wird nur Midnight Suns angezeigt. Steven war nicht mehr so deprimiert, seit die Zeitschrift modische Umhänge und Waffenröcke eingestellt wurde. Würdest du dich vielleicht ein wenig umhören? Wieso kannst du das nicht? Zu viele Streiche, er flippt immer auf, wenn ich nett zu ihm bin. Und wenn ich zu sehr ich selbst bin, mache ich es immer nur noch schlimmer, gerade wenn er es das am wenigsten braucht. Denk bitte dran, wenn er reden will und du da bist, wird das Wunder bewirken. Oh, und sag ihm nicht, dass ich dich darum gebeten habe, das mag er nicht. Tony, du musst mit deinem Freund reden. Ich weiß nicht, wenn er so ist, fühle ich mich immer wie ein Elefant im Porzellanladen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Es kann sein, dass hier dieses Du falsch übersetzt ist und es ihr bedeuten sollte, weil es generell an die Midnight Suns ging. WHIH, Weltnachrichten, Repost-Bot nochmal. Eilmeldung, in den Außenbezirken von Flagpole, Arizona hat sich heute eine Katastrophe zugetragen. Auf dem Quentin Carnival gab es 2 Dutzend Tote. Laut Gerichtsmediziner Bubniak dürfte die Anzahl der Opfer noch steigen. Wir haben hier ein absolutes Massaker. Gut, wir haben Logan, Steven, Robbie. Blaze hat seine Familie verloren. Davon wird er sich nicht erholen. Nichtsdestotrotz müssen wir die letzte Seite besorgen. Nach dem Massaker auf dem Carnival hat er nur noch dieses Ding zu verlieren. Wie soll das ausgehen, Doc?
Ja, Visionen seines Edelmuts empfange ich nur selten, doch in keiner Zukunft in der Wirklichkeit dieser Bedrohung. Behält Blaze die Seite. Woher weißt du das? Du hast keinen Zugriff gerade auf zukünftige Realitäten. Johnny Blaze ist eine Legende. Er wird die Schweine bestrafen wollen, die seine Freunde und Familie getötet haben. Er wird sie Lilith niemals geben. Und Lilith ist nicht die Einzige, die Seite will. Der Kerl hat eine längere Liste als ich. Wenn er alles auf einmal abhaken kann, tut es. Okay. Gut, was haben wir? Hey Hunter, hast du Zeit, über die Emo-Kit zu reden? Ich kann dich vor deinem Zimmer abholen, wenn das nächste Mal alle verfügbar sind. Ja, klar. Ich meine, wird jetzt mit dem Werkunterricht schwierig, aber mal sehen, was passiert. Tony, hey Boss, man weiß nie, wie mehrere Teams zusammen funktionieren. Gut, dass du da bist, um alles im Lot zu halten. Unglaublich, dass ich das sage, aber ich brauche deine Hilfe in einer sensiblen Angelegenheit. Um 100% deutlich zu sein, es ist nichts Medizinisches. Plaudern wir in der Bibliothek, da ist es still genug. Hör zu, ich habe es nicht auf deine düsteren Tagebuchgeständnisse abgesehen. Dreh nicht durch. Mir doch egal, in wen du verknallt bist. Ich fasse es kaum, dass ich dich das frage, aber lässt du mich vielleicht mal hinter den magischen Schleier linsen? Den magischen Schleier? Ja, ich will keine Kartentricks oder sowas lernen. Ich möchte nur mehr über die Geheimnisse der Magie erfahren. Das unheimliche Zeug. Schnapp dir ein Buch. Fangen wir lieber klein an. Sicher, dass du bereit bist? Ich kann es kaum erwarten, dir ein paar Dämonen vorzustellen. Ja, da... Ich riskiere, dass wir ein bisschen Freundschaftspunkte verlieren. Das ist großartig. Ich bin aufgeregt. Ich kenne diverse Dämonen, die liebend gerne deine Bekanntschaft machen würden. Dämonen? Du meinst die nette, liebenswerte Art von Dämonen, richtig? Ich frage für einen Freund. Dämonen sind Dämonen. Wichtig ist, wie du ihnen begegnest. Mit Ehrerbietung und Respekt. Gib dein Ego am Dimensionstor ab. Ego? Ich? Betrachte dieses Ego als abgegeben. Trinkgeld für den Garderobier gab es auch. Lass mich einfach wissen, wann und wo, und dann können wir beginnen. Es ist schön, dass wir die Art Beziehung haben, wo ich mit solchen Sachen zu dir kommen kann und es keine bösen Blicke gibt. Mit Strange könntest du hierüber nicht sprechen? Er weiß, was er tut, aber würde ich ihn bitten, mich zu unterrichten, würde es kein Ende nehmen. Der Mann hört sich liebend gern reden, besonders wenn er Beschwörungen murmelt. Falls es dir nichts ausmacht, können wir diesen Unterricht für uns behalten? Ja, ich nehme unser Geheimnis mit ins Grab. Also, egal wie oft. Früher oder später findet Strange es heraus. Ich lüge nicht für dich. Nee. Keine Sorge. Ich werde unser Geheimnis mit ins Grab nehmen. Und darüber hinaus. Das ist die Art Verbindlichkeit, die ich liebe. Ich wusste, ich mag dich nicht ohne Grund. Ich glaube, ich habe die perfekte Lektüre für deine erste Aufgabe. Da steht ein Buch oben in diesem Regal. Occulta Pericula Amet. Mein Latein ist etwas eingerostet. Heißt das gefährliche magische Geheimnisse? Die alten Zauberer waren gern direkt mit ihren Buchtiteln. Wie auch immer. Mach dir Notizen und später unterhalten wir uns. Gut, 50 Klotz. Ziel neu, um Kosten zu verringern, einmal mit einem Kombo-Modifikator. Okay, verwende Nachziehen, um Heldenmutkosten zu verringern für... Ja, okay. Das ist ganz nett, denke ich. Wir können mit Caretaker sprechen. Und mit können meine ich müssen. Es ist schwer, einen Film zu finden, bei dem ich die Hauptdarstellerin noch nicht gedatet habe. Ich meine, es gibt genug Filme ohne Hauptdarstellerinnen, also... Aber das hat Spaß gemacht. Das wiederholen wir, wenn wir verhindert haben, dass Cthon die Erde verschlingt. Ja, Nico hat da geholfen. Morgen, Blaze. Lust auf eine Runde Spirit of Vengeance Training im Hof? Oh Mann, ich kling so lahm. Komplett hoffnungslos. Redest du mit dir selbst oder mit Sparky? Weder noch erübt für den Fall, dass wir Blaze doch noch rekrutiert bekommen. Mit wem redest du, Robbie? Sparky? Oh, hey, Hunter. Hab dich da nicht stehen sehen. Ich hab nur mit mir selbst geredet. Hab versucht,
mich zu pushen, weißt du? Dich für was zu pushen? Wenn wir wirklich mit Blaze zusammenarbeiten und er in die Abtei einzieht und wir gemeinsam durch die Wüste fahren und Dämonen killen, muss ich cool sein. Ich meine, er ist der ursprüngliche Spirit of Vengeance, der echte Ghost Rider. Und ich bin nur Robbie Reyes aus East L.A. Wie zum Teufel soll ich dem gerecht werden? Du willst nicht wie Johnny Blaze sein, sie ist als Herausforderung. Wie sagt Sparky mal? Lass mich dir ein paar Tipps geben. Du willst nicht in die Fußstapfen von Johnny Blaze treten. Er ist kein gutes Vorbild. Für niemanden. Wirklich? Mir kam er immer wie der Beste vor. Ich denke, das Klügste wäre, deinen eigenen Weg zu gehen. Schau mich an. Ich stehe hier inmitten der alten Abtei, umgeben von einigen der größten Helden der Erde. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dazu zu gehören. Es ist ja nicht so, dass ich das besondere Etwas hätte, das du hast. Vielleicht sollte ich ihn öfter mitnehmen. Schau mich an. Dich schüchtert niemand ein. Woher hast du diese Ausstrahlung? Gewöhne mich immer noch dran. Ich tue nur, was richtig ist. Ich habe keine Angst davor, Hardcore zu sein. Ich habe das gleiche getan wie du jetzt. Ja, im Prinzip, man fängt an, ne? Was du gerade tust, habe ich auch getan. Auch mich zu hinterfragen. Sieht so aus, als hätte es bei dir geklappt. Und das wird es auch bei dir. Manche Dinge brauchen Zeit. Geduld. Die Welt geht bald unter. Ich glaube nicht, dass die Zeit für mich arbeitet. Die Welt ist immer kurz vor ihrem Untergang, Robbie. Wohl wahr. Also keine Ausreden, was? Das ist richtig. Danke für das Gespräch von Herz zu Herz. Oder von Dämon zu Dämon. Oder was auch immer. Das müssen Sparky und ich jetzt erstmal verdauen. Man sieht sich, Hunter. Gut. Ich sehe gerade, wir müssen mal die Folge beenden. Deswegen tun wir das. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.